Schön, dass du da bist. Ich bin Cora. Willkommen zu dieser Meditation mit mir. Manchmal fühlen wir uns überfordert, eingeengt und festgefahren in einer Situation ohne Ausweg. Das führt zu Panik und Rastlosigkeit. Nimm dir diese Zeit, um einen Schritt zurückzumachen, dich auf dich selbst und deine Gefühle zu besinnen. Und vielleicht tun sich neue Wege auf. Komm in einen für dich bequemen Sitz. Schließ deine Augen und lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Richte dich gerade auf und schaffe Raum für deine Wirbelsäule. Lass deine Schultern weich werden. Lockere deinen Kiefer und löse deine Zunge von deinem Gaumen. Sitze und atme. Und nimm alles um dich herum wahr, wie es jetzt gerade ist. Spür, wo deine Beine in den Boden pressen. Deine Sitzbeinhöcker. Und spüre deine Hüften. Und spür deinen Bauch. Ist dein Bauch weich oder bist du angespannt? Spür deine Wirbelsäule und deinen Brustkorb und wie mit jedem Einatmen deine Rippen ein Stück auseinandergezogen werden und sich deine Wirbelsäule ein bisschen weiter aufrichtet. Spür deine Schultern, deine Arme und deine Hände. Spür deinen Hals, deinen Nacken und deinen Kopf. Beginne mit deinem Atem tiefer zu werden und füll deine Lunge beim Einatmen vollständig und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Nimm alles an deinem Atem wahr. Das leise Geräusch deines Atems. Wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Die Temperatur der Luft. Beim Ein- und beim Ausatmen. Sitze und atme.
Und während du hier sitzt und atmest, stell dir die Situation vor, aus der du keinen Ausweg findest. Vielleicht ist es auch einfach ein Lebensumstand. Aber stell es dir von außen vor, so als würdest du jemandem zusehen, der jetzt gerade in deiner Situation ist. Nimm quasi einen Schritt zurück. Sitze und atme. Horche auf dein Herz. Wenn du selbst nicht in dieser Situation wärst, sondern ein Freund oder eine Freundin, was wäre dein erster intuitiver Impuls? Was würdest du ihnen raten? Dein Herz ist so weise und kennt den Weg. Auch wenn du das jetzt mit deinem Ego nicht wahrhaben möchtest. Manchmal ist es schwer, sich aus einer Situation zu lösen, von vorne anzufangen und einen neuen Weg zu gehen. Aber du kennst den Weg schon, er liegt tief in dir. Es gibt Sterne, die du noch nicht gesehen hast. Und Lieben, die du noch nicht geliebt hast. Es gibt Licht, das du noch nicht gefühlt hast und Sonnenaufgänge, die der Himmel noch nicht gemalt hat. Es gibt Träume, die du noch nicht geträumt hast, Tage, die du noch nicht erlebt hast und Nächte, die du nie mehr vergessen wirst. Es gibt Blumen, die noch wachsen werden. Tänze, die du tanzen wirst und so viel Magie, die du noch nicht entdeckt hast. Horche auf dein Herz. Alles darf sein. Und er kommt langsam mit seiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme ganz tief ein. Und bring deine Handflächen zueinander in Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.